Hallo, ich bin Neuen und wir machen heute was ganz Besonderes. Wir backen heute nämlich einen... Ach, schöner Film. Irgendwie habe ich jetzt Lust auf... Ganz genau. Apfelkuchen. Im ersten Schritt nehmen wir etwas Butter. Schon leicht bei Raumtemperatur erhitzt. Dann nehmen wir ein Ei. Eine Prise Salz und eine Prise Natriumcarbonat oder Soda genannt. Etwas Zucker. Und Mehl. Das Ganze wird ja erstmal verrührt mit Zugabe von Mehl, bis unser Teig die nötige Konsistenz erhält. Wenn der Teig allmählich fest wird, können wir den noch mit den Händen weiter kneten. Und auch weiterhin etwas Mehl hinzugeben. Diese erste Teigmischung werden wir gleich für den Boden verwenden. Den fertigen Teig können wir jetzt gleichmäßig über unsere Backform verteilen. Wir versuchen für den Boden noch einen Rand zu bilden. Dafür drücken wir einfach mit den Fingern den Teig leicht gegen die Wände. So, der Boden ist fertig und natürlich brauchen wir für einen leckeren Apfelkuchen. Ja? Bananen! Immer wieder diese nicht repräsentativen Minderheiten. Fragen wir lieber das große Publikum. In einen richtigen Apfelkuchen brauchen wir natürlich... Bananen. 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 Natürliches Bananenaroma. Ja, eigentlich sehr naheliegend. Bananen. Die Bananen schneiden wir jetzt einfach in dünne Scheiben. Und dann verteilen wir unsere Bananenscheiben. Für die nächste Teigmischung erhitzen wir etwas Butter. Der Butter geben wir ungefähr 80 bis 100 Gramm Zucker hinzu. Gefolgt von 3 Eiern. Und zu guter Letzt ein Päckchen Vanillenzucker. Das alles wird erstmal verrührt. Dem Ganzen geben wir noch ein bisschen Backpulver hinzu, ungefähr 2 Teelöffel. Und dann gehen wir über, unseren Teig Mehl dazu zu geben.
Dem Ganzen geben wir noch ungefähr 3 Esslöffel Milch hinzu. Und weiterhin etwas Mehl, damit der Teig langsam fester wird. Sobald der Teig zu einer zähenklebrigen Masse wird, können wir auch schon zum nächsten Schritt übergehen und unsere Bananen damit bedecken. Dazu tragen wir eine Schicht über die Bananen auf und versuchen das gleichmäßig zu verteilen. Jetzt kommen wir auch endlich zu den Äpfeln. Die Äpfel werden geschält und in Stücke zerschnitten. Und jetzt schneiden wir unsere Äpfel in kleine Streifen. Die Apfelstücke können wir jetzt gleichmäßig über den ganzen Kuchenboden verteilen. Im nächsten Schritt bedecken wir unsere Apfelschicht wieder mit einer Teigschicht. Schön langsam und gleichmäßig den Teig über die ganze Fläche schieben. Das Ganze kommt bei 160 Grad in den Backofen und wir lassen es für ungefähr eine Stunde drin. Alles klar, eine Stunde ist vorbei und ich denke, unser Kuchen ist fertig. Ja, sieht sehr gut aus. Wir lassen den Kuchen noch ein paar Minuten abkühlen und dann holen wir den aus der Form aus. Schön leckerer Apfelkuchen. Und die Besonderheit bei diesem Kuchen, habt ihr ja gesehen, ist die eine Bananenschicht. Wenn man das Verhältnis richtig hält, wenig Bananen, viel Äpfel, dann bekommt dieser Kuchen einen sehr besonderen, angenehmen Geschmack. Kann ich nur wärmstens an allen empfehlen. Probiert es aus und ich hoffe, ihr werdet dadurch positiv überrascht. Bananen.